Jo, hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Endlich gibt's wieder ein Video und zwar dreht es sich heute um den Release von Ranked und Valorant hat damit angefangen, so eine Art Q&A zu machen und so die wichtigsten oder meistgestelltesten Fragen der Community zu beantworten und hat diese in einem Blogpost beantwortet. Das wird wohl ein regelmäßiges Format sein und ich dachte, wir schauen einfach mal rein, was so gesagt wurde und fangen am besten direkt an. Also, ich denke mal, das Wichtigste oder was die meisten interessiert, wann kommt endlich Ranked? Es wurde nun endlich auf Twitter bestätigt von einem Valorant-Dev oder einem Valorant-Entwickler, dass dies nächste Woche sein wird. Ich gehe mal davon aus, dass es entweder Dienstag oder Mittwoch sein wird, weil da meistens so die Patches kommen. Also von daher schätze ich mal, dass wir dann endlich wieder Ranked spielen können. Ich freue mich sehr, sehr, sehr drauf. Und ja, dann steigen wir auch mal direkt ein mit den Fragen, die so gestellt wurden, beziehungsweise die beantwortet wurden. Und zwar eine von diesen Fragen ist, warum kann ich über den Battle Pass keine Valorant-Punkte, sondern nur Radianit-Punkte erhalten? Das Riesenproblem ist ja, dass man mit diesen Radianit-Punkten, die man im Battle Pass bekommt, sich nur Sachen kaufen kann, die man halt auch im Shop sich kaufen muss. Weil man bekommt diese Radianit-Punkte durch den Battle Pass, aber wird dann gezwungen, sich nochmal was im Shop zu kaufen, damit man diese Radianit-Punkte überhaupt ausgeben kann. Also man muss nochmal mit Echtgeld zahlen, weil man sonst diese Radianit-Punkte sozusagen nicht los wird. Das wurde jetzt unterteilt in zwei Fragen. Warum bekommt man keinen Battle Pass, warum bekommt man keine Valorant-Points im Battle Pass und warum bekommt man Radianit-Punkte im Battle Pass? Sie sagen hier halt im Prinzip, dass wenn sie Valorant-Punkte im Battle Pass freigeben würden, dass man dann theoretisch sich ja nur einmal den Battle Pass kaufen müsste und sich dann immer wieder den Battle Pass sozusagen erspielen kann und dadurch würde ihnen halt sozusagen eine ja, laufende Einnahmequelle verloren gehen. Ihr Anspruch ist halt, dass der Battle Pass den Wert bietet, der halt auch den Preis gerechtfertigt. Also sie wollen die Skins da reinpacken. Sie finden es dann nicht unverschämt oder nicht angebracht, nochmal 10 € für einen neuen Battle Pass zu ja, verlangen, sondern es soll sozusagen jedes Mal ein neues Spielerlebnis bieten und soll halt auch dann den Preis rechtfertigen, weshalb sie halt dann ja keine Valorant Points reinpacken wollen, dass man sich den immer wieder neu erspielen kann, sondern sich den auch kaufen muss. Dafür gibt es halt diese Radianit-Punkte im Battle Pass. Und sie begründen das halt so, dass man mit diesen Radianit-Punkten später auch noch mehr machen können soll. Und zwar soll da noch ein bisschen was kommen. Man soll halt mit den Radianit-Punkten auch sich Talismane irgendwie kaufen oder verbessern können, Spielerkarten und Graffitis. Irgendwie so in der Richtung. Und es wird halt wohl in den nächsten Battle-Pässen dann auch darauf geachtet, dass man sich für die Skins im Battle Pass Verbesserungen mit diesen Radianit-Punkten kaufen kann, dass man sich nicht nochmal extra was im Shop kaufen muss. Dementsprechend haben sie sich zumindest in dem Punkt verbessert. Und man muss dann hoffentlich bald nicht mehr gezwungen noch einen Skin aus dem Shop kaufen, damit man diese Punkte los wird. Aber ja, das wird wohl erstmal so beibehalten, dass man keine Valorant-Punkte im Battle Pass bekommt. Und dann die nächste Frage. Und zwar, einige ungewertete Matches wirken sehr unausgeglichen. Liegt das daran, dass das ungewertete Matchmaking nicht ganz so streng ist? Und da muss ich sagen, das fühle ich absolut. Also aktuell ist Unranked absolut eine Katastrophe. Ich werde mit Leuten gematcht, die teilweise zum allerersten Mal einen Shooter überhaupt spielen. Ich war jetzt in der Beta, war ich Diamant. Ich war Platin, ich war kurz vor Diamant so rum. Und ich werde jetzt in Unranked mit Leuten gematcht, die nicht wissen, wie man plantet, die nicht kein anständiges Crosshair-Placement haben, die einfach wirklich, wirklich, glaube ich, zum ersten Mal einen Shooter spielen. Also das sieht man halt schon. Von daher finde ich es ein bisschen komisch. Die begründen das hiermit, dass halt Unranked dafür da sein soll, dass man mit allen möglichen Leuten spielen kann. Egal wie gut oder schlecht. Man kann theoretisch mit einem Profispieler und einem Neueinsteiger können zusammen spielen. Und dann ist es halt klar, dass es dann halt Indifferenzen gibt in der Skillgruppe und es ist schwierig ist, dann ein faires Match zu erstellen. Ich spiele aber meistens mit denselben Leuten, auch mit denen ich in der Beta gespielt habe und wir sind so auf demselben Skillniveau. Und trotzdem werde ich mit Leuten gematcht, die wirklich ihre allerersten Spiele machen. Und das verstehe ich nicht so ganz. Sie haben halt gemeint, dass sie daran gearbeitet haben und dass das angeblich besser geworden sein soll. Aber ich habe oft Spiele, wo ich einfach 13-0 drüber gefahren werde oder vielleicht auch mal 13-0 gewinne so. Also teilweise sind die Spiele sehr, sehr unausgeglichen. Sie meinen zwar hier, dass sie daran gearbeitet haben und dass das vorkommen kann, wenn man halt eine große Skill-Differenz hat. Also wenn ein sehr, sehr guter Spieler und ein sehr, sehr schlechter Spieler spielen zusammen in einem Team.
Aber das war bei mir nie der Fall und trotzdem habe ich mit sehr, sehr unterschiedlich starken Spielern zusammengespielt oder auch gegen unterschiedlich starke Spieler. Von daher, da muss glaube ich noch dran gearbeitet werden mit dieser Antwort hier. Ja, kann ich nicht zustimmen, weil noch ist dieses Problem irgendwie da. Und jetzt eine sehr, sehr interessante Frage. Wird es je neue Waffen in Valorant geben? Na gut, je ist eine ziemlich lange Zeit. Vielleicht eher gibt es Pläne in absehbarer Zeit, neue Waffen einzuführen. Also gibt es kurzfristig oder langfristig wird es neue Waffen in Valorant geben. Sie sagen hier, dass jede Waffe einen Zweck erfüllen soll. Es soll keine Waffe geben, die irgendwie zum Trollen gedacht ist. Jede Waffe soll in einer speziellen Situation ihre Stärken und Schwächen haben. Aus diesem Grund haben sie in der Entwicklung auch schon ein paar Waffen einfach wieder weggeschmissen, weil die einfach keinen Sinn oder keinen Mehrwert hatten. Aktuell sind 17 Waffen im Spiel. Kommt mir relativ viel vor, aber ja, kann hinkommen. Und es ist nun mal aktuell so, das sehe ich auch so, dass die relativ gut gebalanced sind. Also die Phantom und die AK, ich bin wirklich beeindruckt, wie gut die gebalanced haben. Ich glaube, das ist auch eins der größten Themen, was für eine Waffe soll ich spielen? Soll ich lieber Phantom oder lieber die Vandal spielen? Und muss ich sagen, haben sie sehr, sehr, sehr gut hinbekommen, was das Balancing der Waffen angeht. Da haben andere Spiele wesentlich größere Probleme gehabt, auch in CSGO über Jahre hinweg. Hat es nicht geschissen bekommen, die Waffen anständig zu balancen. Muss ich aber sagen, hat Valorant relativ gut direkt vom Start an hinbekommen. Und es ist sehr, sehr gebalanced, das ganze System. Was ja ganz interessant ist, ich habe mal vor ein paar Wochen ein Leak-Video gemacht, wo eine Uzi geleakt wurde, eine Waffe. Jetzt wurde hier jetzt gesagt, dass in naher Zukunft vermutlich erstmal keine neue Waffen werden kommen. Kommen werden. Ja, mein Deutsch ist aber heute wieder on fire, du. Aber in ferner Zukunft, naher Zukunft, wie auch immer, ist nicht ausgeschlossen wird. Also es wird vermutlich auch früher oder später eine neue Waffe kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber diese Uzi, die wir gesehen haben, wird vermutlich erstmal nicht kommen in nächster Zeit. Kann aber sein, dass das halt eine Waffe ist, die entweder aus der Entwicklung schon stammt, die halt einfach weggeschmissen wurde, weil sie halt keinen Mehrwert im Spielgebiet geboten hat. Oder sie ist vielleicht einfach eine Ulti von irgendeinem Agenten, den wir noch nicht kennen. Vielleicht von Killjoy, der nächste Agent, der kommt, oder vielleicht auch eine Fähigkeit, man weiß es nicht. Aber gehe ich wohl eher weniger von aus, es ist vermutlich eher eine Waffe, die halt an der getestet wurde und wo gemerkt wurde, ja, nee, die bringt nichts und können wir wieder verwerfen, die Waffe. Also von daher, ich denke mal, die Uzi wird es in nächster Zeit erstmal nicht geben. Und ist wahrscheinlich auch nicht die Fähigkeit von einem Killjoy, der bald auch erscheinen wird. Und dann noch zu guter Letzt, was sich von unglaublich vielen Menschen auch gewünscht wurde, wird es einen Surrender-Button in Matchmaking geben. Jeder kennt es, man hat einfach keinen Bock mehr, weil die Gegner sind viel zu stark. Vielleicht ist auch ein, zwei Leute sind aus deinem Team rausgelieft und du hast eh keine Chance mehr und dann musst du einfach nur noch der Zeit absetzen. Naja, macht keinen Spaß, ist einfach Zeitverschwendung und nervig. Aus dem Grund wird es dann mit dem nächsten Patch zeitgleich mit dem Ranked-Release einen Surrender-Button geben. Das heißt, ihr könnt dann das Match aufgeben und müsst nicht noch bis zum Ende spielen. Haben ja viele Games, hat ja auch ein CSGO zum Beispiel. Und da teilweise die Games ja auch 30, 40 Minuten lang gehen können, ist so ein Surrender-Button auf jeden Fall sinnvoll. Hier wurde leider nichts geschrieben, wie genau dieser Surrender-Button funktioniert. Bei CSGO ist es ja zum Beispiel so, dass einer rausgelieft sein muss. Also man darf zu 5 kann man nicht aufgeben, nur wenn man zu 4 gegen 5 spielt, kann man aufgeben. Es wird interessant sein, wie das hier gelöst wird, ob man hier auch als 5-Mann-Team aufgeben kann oder ob auch einer rausgelieft sein muss oder was auch immer dafür Voraussetzungen erforderlich sein müssen. Da wurde jetzt geschrieben, dass man sich die Patch Notes 1.02, die dann nächste Woche kommen werden, zusammen mit Ranked anschauen soll. Da wird das dann nochmal genauer erklärt. Jetzt leider noch nichts. Aber ich schätze mal, dass da trotzdem auch irgendwelche Restriktionen drin sind. Ich schätze mal auch, dass irgendwie jemand rausliegen muss oder irgendwie sowas in der Art. Weil ihnen halt das sehr so wichtig ist, dass man das eigentlich bis zum Ende hindurchspielt und sein Bestes bis zum Ende hin lang gibt. Das haben sie schon im vorigen Post geschrieben und so. Naja, wir werden es sehen. Also ich schätze mal, nächste Woche, Dienstag oder Mittwoch, wird es dann endlich soweit sein. Patch 1.0.2 wird endlich dann kommen, zusammen mit einem Ranked. Hab Bock, weil Unranked wird langsam wirklich langweilig und hat auch nicht so gut funktioniert in meinen Augen mit der Skill-Balance. Aber ja, freut euch, habt ihr Bock?
Ich finde es sehr, sehr geil, dass sie jetzt so ein Q&A hier machen. Ich frage mich, in was für einem Rhythmus die das machen. Wöchentlich wäre ganz geil. Einfach mal so die fünf wichtigsten Fragen oder so beantworten, die sie Community so stellt. Und dann, falls euch sowas nochmal interessiert, falls das nächste rauskommt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann mache ich nochmal so ein kleines Zusammenfassungsvideo, was da so beantwortet wurde. Und kann die ein oder andere Frage beantworten. Vielleicht, wenn ihr noch eine Frage habt, stellt sie gerne in die Kommentare. Vielleicht weiß ich ja auch die Antwort. Vielleicht auch nicht, aber dann kann ich mich vielleicht mal schlau machen und euch es dann sagen. Ja, ansonsten, wenn ihr weitere Valorant-Videos haben wollt, abonniert gerne den Kanal, lasst ein Like da, einen Kommentar. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und...